Okay, also ich bin Andreas Hetmanek, bin 23 Jahre alt, bin in Augsburg geboren und studiere gerade in München Philosophie, Pädagogik und Psychologie. Bin vor allem einfach am Leben interessiert, am Menschen und mache momentan bei der mobilen Schule in Belgien, Mobile School, ein Praktikum und lerne da so ein bisschen die Strukturen kennen. Das Spannendste an dem Konzept mobile Schule, was mir da wirklich gut gefällt, ist das Thema Nachhaltigkeit, mit dem dort gearbeitet wird. Dass das Konzept folgendes ist: Wenn wir als Entwicklungshilfsträger mit einem Projekt in Lateinamerika, in Afrika, wo auch immer zusammenarbeiten, wir meistens fordern, wir geben eine Anschubfinanzierung und wollen danach aber, dass die Projekte selbstständig sich weiterfinanzieren. Ja? Aber eine deutsche oder eine europäische NGO macht sowas nie. Ja? Sondern wir leben immer von Spendengeldern, wir leben immer von staatlichen Subsidies. Und das Problem, das dabei entsteht, ist, jede NGO, die neu auf den Markt kommt, buhlt eben um eine begrenzte Menge an Geldern. Ja, Spendengelder, Spendenaufkommen, Staatsgelder, die investiert werden, sind über die letzten Jahrzehnte immer mehr oder weniger gleich geblieben, im Verhältnis zum Bruttosozialprodukt auf jeden Fall. Und insofern ist es ein großer Wettstreit. Und dadurch werden ganz starke Stereotypen produziert. Die Kampagne mit dem dicksten Bauch am Kind oder den strahlendsten Augen kriegt halt am meisten Geld. Ja? Oder eben NGOs, die ganz offensiv auf Leute zugehen und schlechtes Gewissen machen und einfach so, ne, sind sie für ein gutes Klima, ja, dann spenden sie bei uns oder sowas. Ja. Also da wird viel kaputt gemacht, viel mit Stereotypen, auch gerade über Afrika, gerade über Lateinamerika auch gearbeitet, die man eigentlich gar nicht wollen kann, wenn man wirklich an Entwicklung interessiert ist, ja, weil auch das eine Stigmatisierung einfach mit sich bringt. Und deshalb finde ich an dem Konzept mobile Schule, und das werde ich in meinem Leben sicher auch immer versuchen, erstmal das selber wahrzumachen, was man predigt. Ja. Und Mobile School hat deshalb jetzt eine Consulting-Firma in Belgien gegründet, die mit den Erfahrungen, die sie gemacht haben auf der Straße in 15 Jahren Straßenkinderarbeit, einfach sagt, wir haben dafür Materialien entwickelt, Unterrichtsmaterialien, haben Trainings entwickelt für die lokalen Mitarbeiter. Ja, das gehört zum Konzept von Mobile School. Darin haben wir wahnsinnig viele Erfahrung, und diese Arbeit auf der Straße hat vor allem damit zu tun mit ständigem Wechsel, mit großem Wettstreit, ja, mit Überlebenskampf, ja, um so mal drei so Schlagworte zu benennen. Und das kann man eigentlich genau auf die globalisierte Wirtschaft übertragen. Ja. Kann man genau den gleichen Kontext eigentlich. Und jetzt gehen die her und sagen, okay, wir consulten zum Beispiel IKEA, wir consulten Nike in Diversity Management, Leadership, Creativity. Solchen Dingen, die einfach auf der Straße den Kindern helfen zu überleben, die wir von ihnen gelernt haben über die Jahre, und bringen das in den unternehmerischen Kontext. Die Leute zahlen quasi als CSR, zahlen Ausbildung für ihre eigenen Mitarbeiter und zahlen das aber zurück an die Straßenkinder, weil 100% der Profite in Mobile School investiert werden. Und so kommt jetzt, dass in Belgien zum Beispiel momentan ein Riesenprojekt auf ein halbes Jahr angelegt, das Top-Management von IKEA gecoacht wird von einem Straßenkind aus Nicaragua, die ihnen Trainings gibt zu Leadership, zu Creativity per Videobotschaften. Ja? Und dadurch wird zum einen wird Mobile School als NGO finanziert über die Gelder, die aus Streetwise kommen. Ja? Und zum anderen werden Leute aus dem NGO, also aus dem Top-Management-Bereich, die CEOs von Nike oder IKEA oder vom Staat von Belgien, werden in Kontakt gebracht mit der Realität auf der Straße. Ja? Und was dabei entsteht, ist einfach gigantisch, sowohl an Awareness Rising, also an Bewusstwerdungsarbeit, als auch dann natürlich an finanziellem Austausch. Ja? Weil plötzlich die Kinder nicht mehr die Armen sind, denen man helfen muss und wo man ein bisschen Geld hinspendet, sondern die sind die, die mir sagen oder einen Tipp geben, wie ich sozusagen Sinn in mein Leben bringen kann oder wie ich kämpfen kann, ja? Was Führungsqualitäten sein können oder derartige Dinge. Insofern findet dann plötzlich, und dafür werden sie bezahlt. Ja? Dafür wird Geld bezahlt und das geht dann wieder in Mobile School, wird wieder investiert in Straßenkinder. Und das Konzept finde ich einfach erstmal genial und ist was, wo man auf jeden Fall in Zukunft, oder wo ich versuchen werde hinzuarbeiten, dass eben einfach so, wenn ich Nachhaltigkeit fordere, einfach bei mir selber anfangen und gucken, wie kann man da diese Nachhaltigkeit schaffen, zum einen, und zum anderen, wie kann man wirklich versuchen, aus diesem Kreislauf Spenden generieren, Stereotype, die generieren wieder mehr Spenden, ja, und Stigmatisierungen auf dem Weg, einfach rausbrechen und mal die Qualitäten und Stärken der Menschen, mit denen man da zu tun hat,
ganz oft mehr rausstellen kann als immer nur das Hilfsbedürftige.